Es wird die Begründung dafür gegeben, dass die Gewichtskraft, die an einem Körper auf dem Mond angreift, ungefähr ein Sechstel der Gewichtskraft beträgt, die an demselben Körper auf der Erde angreift. Die Gewichtskraft, die auf der Erde an einem Körper angreift, kann man mit dem Gravitationsgesetz bestimmen. Analog dazu berechnet man die Kraft, die an demselben Körper auf dem Mond angreift. Die Masse des Mondes beträgt ca. 1/81 der Masse der Erde. Außerdem beträgt der Mondradius ca. 1/368 des Erdradius. Wir bilden nun den Quotienten Gravitationskraft auf dem Mond durch Gravitationskraft auf der Erde und erhalten nach der Substitution der Mondmasse und des Mondradius 0,167. Das ist rund ein Sechstel. Es ist also damit nachgewiesen worden, dass die Gewichtskraft eines Körpers auf der Mondoberfläche circa ein Sechstel der Gewichtskraft des Körpers auf der Erdoberfläche ist. Da man die Gewichtskraft auch mit Fg gleich mg berechnen kann, ist wegen der Invarianz von m die Gravitationsbeschleunigung g auf der Erdoberfläche circa das Sechsfache der Gravitationsbeschleunigung auf der Mondoberfläche.